Hallo zusammen! So, heute gibt es endlich mal wieder, nach Ewigkeiten, ein Food Diary für euch. Ihr hattet mir ja schon immer wieder geschrieben, dass ihr euch ein Food Diary wünscht und tada, da kommt es! Es geht auch direkt los, aber vorher labere ich euch noch ein bisschen voll, wie immer natürlich. Übrigens, bevor wir anfangen, immer wieder vergessen das zu sagen. Ich hätte mal wieder Bock, ein Q&A zu machen. Also wenn ihr da auch Lust drauf habt, dann schickt mir doch gerne eure Fragen. Schreibt sie mir in die Kommentare, ich werde es bei Instagram auch nochmal posten. Aber ich dachte mir, das letzte ist ja schon ein bisschen her. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann machen wir das demnächst mal. Ja, jetzt kommt gleich mein Food Diary, eine Woche lang mein Essen. Ich habe wieder mal vergessen zu filmen, was ich so zwischendurch gegessen habe. Also wundert euch nicht, ja, ich esse Schokolade und ich esse auch zwischendurch irgendwie mal Sachen, Gummibärchen oder auch Obst oder irgendwie was. Ja, ich bin halt einfach sehr vergesslich und krieg das meistens nicht so wirklich hin, das zu filmen. Also das sind jetzt alles meine Hauptmahlzeiten, aber keine Sorge, ich esse auch zwischendurch und ich esse auch gerne Süßes, also ich esse nicht nur irgendwie gesunde Sachen, um Gottes Willen. Also das nur für euch zur Info, dass ihr euch nicht wundert. Ja, und jetzt legen wir direkt mal los mit dem Food Diary. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf und bleibt gerne dran. Und wenn euch das Video gefallen hat, denkt dran, ein Däumchen und ein Abo. Da freue ich mich immer drüber. Viel Spaß jetzt beim Food Diary. Willkommen zu Tag Nummer 1. Ich habe mir hier so einen leckeren Frühstückskuskus gemacht. Den gibt's von Alnatura und der ist richtig lecker, sag ich euch. Da braucht ihr gar keinen Zucker oder irgendwas mit dazugeben. Der ist nämlich schon gesüßt mit so Datteln und Apfelstückchen. Und den koche ich mir mal auf mit Wasser und ein bisschen Mandelmilch. Und der schmeckt echt richtig, richtig gut. Dann habe ich hier oben noch so ein Plattpfirsich. Heißt es Platt oder Flachpfirsich? Keine Ahnung, drauf getan. Ein bisschen Honig und einen Eiskaffee habe ich dazu getrunken. Dann gab es noch als kleine Zwischenmahlzeit diesen leckeren Shake hier aus Banane, Feigen, Wasser und ich glaube ein bisschen Zimt habe ich reingetan. Dieser Shake ist aus dieser Raw Till 4 Ernährung, die jetzt für mich persönlich nicht unbedingt die ultimative Ernährung ist, aber High Carb finde ich natürlich tendenziell gut und dieses Rezept ist wirklich richtig lecker, also das müsst ihr mal ausprobieren, das schmeckt so, so gut und es ist doch sehr gehaltvoll und macht richtig schön satt, also kann man auch gut so als Mittagessen nehmen, ich mache das oft oder vor dem Sport, nach dem Sport, also das gibt auf jeden Fall richtig schön Energie und schmeckt echt mega, mega lecker. Ja, zum Abendessen gab es dann meine leckeren Falafelbällchen auf einem Salat mit einem Joghurtdressing. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das Video in der Infobox. Ich habe ein ganzes Video dazu gemacht, wie ich die gemacht habe. Zum ersten Mal vor allem habe ich die ausprobiert und sie sind wirklich unglaublich lecker geworden und es ist auch wirklich nicht so schwer, die zu machen. Also das solltet ihr unbedingt mal nachmachen, wenn ihr Kichererbsen mögt. Und zum Nachtisch gab es ein Dolomiti, mein Lieblingseis. Am nächsten Tag zum Frühstück habe ich mir einfach so einen Naturjoghurt gemacht mit einer Mango drin und diesen Frühstücksflakes. Die gibt es, glaube ich, bei Lidl. Das sind diese Flakes mit den roten Früchten drin. Ja, schnelles, einfaches Frühstück. Und dazu habe ich ein Wasser getrunken mit Ingwer drin und Limettensaft. Ich vergesse euch ja immer zu zeigen, was ich so trinke. Also ich trinke eigentlich nur Leitungswasser den ganzen Tag oder jetzt in letzter Zeit auch immer ganz gerne dieses Ingwerwasser. Das ist schön erfrischend. Und als Zwischenmahlzeit, oder ich glaube, es war sogar mein Mittagessen an dem Tag, gab es wieder einen Shake. Diesmal ein bisschen abgewandelt, wieder mit Dattel, Banane, Mandelmilch diesmal und Proteinpulver. Weil ich davor noch beim Sport war, habe ich gedacht, gönne ich mir ein bisschen Proteinpulver. Und dann gab es Abendessen. Ich liebe ja gerade so mexikanisch angehauchte Gerichte im Sommer. Ich habe es euch ja schon gesagt. Das ist einfach Reis mit Limettensaft und Petersilie da oben drauf. Das könnt ihr gar nicht sehen. Ist wie so eine Art Chili, aber vegetarisch, nur mit Bohnen und Paprika. Dann ganz viel Salat und eine selbstgemachte leckere Guacamole. Ich habe euch das ja schon mal in einem anderen Video gezeigt bei meinen Abendessen-Ideen. Das verlinke ich euch auch nochmal, wie ich das dann so mache. Ja, am nächsten Tag zum Frühstück gab es was total Unspektakuläres. Einfach ein Brötchen mit Putenbrust, ein bisschen Salat und Senf. Ihr seht, da ist ein bisschen was daneben gegangen von dem Senf. Und dazu habe ich einen selbstgemachten Eiskaffee getrunken. Das ist einfach Espresso und Mandelmilch. Mag ich voll gern jetzt im Sommer. Und dann gab es mal wieder den Shake. Also ihr seht schon, es gibt irgendwie da und das Gleiche bei mir. Derselbe, glaube ich, wie am Vortag. Da war einfach wieder Mandelmilch drin, Banane, Zimt und die Datteln und Eiswürfel, damit es ein bisschen cremiger wird. Und das müsst ihr echt probieren, Leute. Der schmeckt so lecker, dieser Shake. Wahnsinn.
Mein Abendessen war wieder mal mexikanisch angehaucht. Oh Gott, ich esse echt auch das Gleiche. Einfach ein Salat mit Kidneybohnen und so eine Avocado-Joghurt-Creme habe ich da oben noch mit drauf gegeben. Und dann habe ich mir Süßkartoffelpommes gemacht. Das esse ich auch gerade mega gerne. Mit ein bisschen Zitronensaft und einfach so im Backofen schön lecker gegrillt. Und natürlich noch mehr von der Avocado-Creme, denn ich liebe auch Avocado gerade. Und das war ein richtig leckeres Abendessen. Am nächsten Tag gab es dann zum Frühstück so einen Vollkorntoast. Das sind diese kleinen Toasties. Und darauf ein bisschen Frischkäse. Und obendrauf der Räucherlachs. Das habt ihr, glaube ich, auch schon öfter mal bei mir gesehen in meinen Food Diaries. Das ist auch ein Frühstück oder Mittagessen, was ich echt total oft und total gerne esse. Und zum Mittag gab es dann den Rest von dem Salat. Ich mache das immer so, dass ich dann ein bisschen mehr mache, weil ich mag nicht so gern dieses ganze Zeug klein schnibbeln. Ich sag's euch ganz ehrlich. Deshalb, wenn ich schon mal dabei bin, mache ich das alles, tue es in eine Tupperbox und dann habe ich oben den Rest von der Avocado-Creme draufgegeben. Ja, und das war mein Mittagessen. Am Abend waren wir dann beim Essen und es gab eine leckere Pizza. Das Licht war leider sehr schummrig und sehr schlecht. I'm sorry, man kann das nicht wirklich gut erkennen. Auf jeden Fall war das eine Spinat- und Paprika-Pizza. Und dazu habe ich noch einen Salat gegessen, quasi als Vorspeise. Den habe ich natürlich vergessen zu filmen. Dann habe ich mir am nächsten Tag zum Frühstück einen frisch gepressten Grapefruitsaft gemacht mit meiner Saftpresse. Das mag ich auch mal total gern, so einen leckeren Saft zum Frühstück. Und dazu gab es ein Vollkornbrötchen mit Putenbrust und Salat. Auch ja, relativ unspektakulär, aber lecker. Und dann habe ich mir zum Mittag so einen Shake gemacht, weil ich wusste, dass ich abends essen gehe, wollte ich nicht so viel essen. Da waren drin Blaubeeren, Banane, Proteinpulver und ich glaube auch wieder Mandelmilch. Da bin ich gerade der totale Fan davon. Und abends war ich dann schon wieder essen. Da hatte ich dann Pasta Arrabbiata mit einer scharfen Tomaten-Knoblauchsoße und einen leckeren Salat. Und dazu gab es diese Orangen-Ingwer-Bionade, die ehrlich gesagt nicht so besonders geil geschmeckt hat. Ich würde sie mir nicht nochmal bestellen. Aber der Nachtisch war der Wahnsinn. Das war ein veganer Apfelkuchen und der hat so, so gut geschmeckt. Und dazu gab es einen nicht veganen Espresso Macchiato. Am nächsten Tag zum Frühstück habe ich dann selber einen Hummus gemacht. Oh mein Gott, Leute, der schmeckt so, so gut. Ich zeige euch jetzt hier noch nicht, wie ich den gemacht habe, denn dazu wird es demnächst ein Video geben. Es geht echt super easy, schmeckt richtig lecker. Und da habe ich mir im türkischen Supermarkt so einen Sesamring mitgebracht und habe da den Hummus draufgegeben, ein bisschen Feta-Käse, Tomate und Rucola. Oh mein Gott, das war so, so lecker. Ich sag's euch, dazu gab es einen Eiskaffee wieder, Espresso mit Mandelmilch einfach und das Ingwerwasser. Ja, immer die gleichen Sachen hier bei mir. Ich weiß, aber wenn ich etwas liebe, dann liebe ich es richtig. So ist es nun mal. Deshalb gab es zum Mittagessen nochmal genau das gleiche Gericht. Ich esse einfach Lebensmittel, wenn ich sie liebe, bis zum Umfallen, bis ich sie nicht mehr sehen kann. Das wisst ihr ja schon aus den Food Diaries. Deshalb gab es zum Abendessen auch, tada, schon wieder Süßkartoffelpommes aus dem Ofen. Finde ich einfach ultra lecker. Dazu einen Rucola-Salat. Da habe ich einfach so ein bisschen Balsamico-Dressing drauf gegeben. Und dann habe ich ein paar Pilze angebraten mit Zwiebeln. Und mit dazu habe ich mir noch so einen Rahmspinat gemacht. Super easy, so ein TK-Spinat. Das habe ich damit dazu gegessen. Es war sehr, sehr lecker. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass euch das Food Diary gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut.